Ja, am Standort von Bosch in Huchtingen ist lange Jahre qualifiziert gearbeitet worden und der Konzern hat hier lange Jahre gutes Geld verdient. Und es ist eine Frage des Respekts gegenüber der Arbeits- und Lebensleistung der Leute, die das ermöglicht haben im Werk hier, jetzt auch anständig über einen Sozialtarifvertrag und einen Sozialvertrag zu verhandeln und dem Respekt zu zollen, was hier geleistet worden ist. Deswegen unterstützen wir die Aktion hier. Wir finden es vollständig richtig, dass der Betriebsrat und die Gewerkschaft einfordern, dass angesichts dieser für den Standort und für den Stadtteil negativen Standortentscheidung mindestens die Abwicklung auch sozialverträglich geregelt wird und man den Leuten hier signalisiert, dass das, was sie geleistet haben, auch honoriert wird. Deutsche Unternehmen bekommen eine Menge Unterstützung von der Politik für ihre Standortpolitik und wir erwarten, dass sie sich dann auch mit einem Minimum an Verantwortlichkeit verhalten, wenn sie schon solche Entscheidungen treffen. Was wir brauchen, ist natürlich auch eine Lösung für Sie. Wir müssen da auch ganz schnell in einen Dialog mit der Standortleitung kommen, damit wir möglichst noch eine Situation hinbekommen, wo viele von Ihnen qualifiziert werden und in andere Unternehmen vermittelt werden können. Ich finde es ein starkes Signal, dass Sie sagen, wir sind hier heute und auch mit so vielen versammelt, weil das hilft uns als Politik natürlich auch, versuchen, weitere Schritte für Sie in Gang zu bringen. Wenn Sie das nicht machen würden, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwie weniger Möglichkeiten, nachher auch mit der Standortleitung zu verhandeln. Von daher wünsche ich Ihnen viel Kraft. Ich bin froh, dass Sie heute hier sind und ich kann Ihnen versichern, dass diese Standortschließung von uns nicht auch einfach unbegleitet gelassen wird. Das werden wir auch als Ressort und als Senat nicht einfach so hinnehmen. Wir können Ihnen dabei helfen, einen Anschluss zu finden. Vielen Dank.